Da sind wir wieder, Guckuck. Eine neue Session hat wieder mal begonnen und es ist schon wieder 2 Tage her und ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was hier los ist. Ich weiß nur noch, dass wir die Stadt, diese Wüstenstadt Thoma betreten haben und ganz interessante Sachen über die Tempelritter erfahren haben von Aruda und wir haben, glaube ich, noch die Armbanduhr geklaut. Eine billig aussehende Armbanduhr. Ja, total billig, wahrscheinlich an der Grenze irgendwie vom Wagen gefallen. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Naja, das ist ein Seil. Okay, gucken wir mal, ob wir das irgendwie verwenden können. Die Armbanduhr. Hi, ich bin es nochmal. Ja? Müssen wir wahrscheinlich direkt anklicken. Ich habe Ihre Armbanduhr gefunden. Danke. Und was bekomme ich sozusagen als Finderlohn? Sie erwarten einen Finderlohn? Also jetzt hören Sie mir mal zu. Sie bitten mich darum, Ihre Uhr zu suchen, was ich dann auch tue und dadurch wertvolle Zeit meines Lebens für Sie opfere und dann gewähren Sie mir noch nicht einmal einen Finderlohn? Also schön. Hier haben Sie einen Schlüsselanhänger. Entschuldigen Sie mein unfreundliches Auftreten. Ein was? Ein Schlüsselanhänger? Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, echt mal. Ist das ein Scheißladen? Hier kaufe ich nie wieder irgendwas. Dreckiger, kleiner Lümmel, du. So, Junge. Könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Siehst du diesen Professor da drüben am Brunnen? Er lässt mich nicht am Brunnen arbeiten. Lenk ihn doch bitte ab. Und was springt für mich dabei heraus? Lass mal überlegen. Wissen Sie, Sir, ich habe es nie geschafft, dem Souvenirladenbesitzer etwas zu stehlen. Er scheint zwar immer abgelenkt, wenn er in seiner Zeitung liest, aber er hat Löcher hineingeschnitten, durch die er immer alles im Blick hat, sobald sich jemand nähert. Ich schwöre Ihnen, Sir, ich wollte mir nur einmal eine Tüte Burg-Schokoladenpralinen nehmen. Da hat er mir den Hosenboden versohlt, Sie glauben es nicht. Seitdem jagt er mich weg, sobald ich in die Nähe seines Ladens komme. Ich denke, das ist auch richtig so. Diebstahl ist keine gute Methode, sich sein Brot zu verdienen. Aber ich hatte damals kein Geld und ich habe noch nie Schokolade gegessen. Das kann ich allerdings verstehen. Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Also gut, hilfst du mir, wenn ich dir deine Schokolade besorge? Aber nichts lieber als das, Sir. Okay, wir brauchen also leckere Burg-Schokolade. Lecker, lecker. So, okay. Kann er noch irgendwas machen? Hat er vielleicht irgendwas einstecken noch? Nö. Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Sie, fasch favor. Fasch favor. Souvenirstand. Da ist die... Hier war was. Da ist die Schokolade. Okay, wir gucken aber noch, ob hier irgendwas ist, aber scheinbar nicht. Da ist nur die Zisterne. Können wir da nicht reinspringen, stolpern irgendwie? Der Abstand zum Boden beträgt etwa 4 Meter. Ja, könnte man mit so einem Flying Elbow reinspringen eigentlich. Okay, wir müssen den ablenken. Wie sollen wir ihn ablenken? Ein Schlüssel mit einem Seil vielleicht irgendwie an die Schokolade? Geht das? Ich glaube nicht. Mit dem Schlüsselanhänger vielleicht? Das wird nicht funktionieren. Okay, kommt die Musik mir nur so laut vor oder... Ich lasse das erstmal. Okay, gib mir die Schokolade. Guten Tag. Ich habe Ihnen doch schon einen Finderlohn gegeben. Ah. Haben Sie keine Lust mehr zu lesen? Ich habe nichts mehr zu lesen. Diese Zeitungen kenne ich in- und auswendig. Und außerdem, was geht Sie das an? War nur eine Frage. Ich gehe dann mal wieder. Auf Wiedersehen. Ah. Hier. Es ist eine Art Wissenschaftsmagazin. Titelthema Knochenfund in Israel. Klingt ziemlich interessant. Ja, komm hier, lies das doch hier. Wollen Sie vielleicht mal mein Magazin lesen? Das ist ja in Französisch. Mist, das habe ich im Eifer des Gefechts vergessen. Na, da habe ich aber Glück, dass meine Mutter aus Bordeaux kam, wie? wie? Geben Sie einfach her und verschwinden Sie. Ja, hier dann, lies mal. Der Verkäufer hat vergessen, Löcher in das Magazin zu stechen, doch ich fürchte, dass er meinen großen Schatten bemerken würde, sobald ich mich über den Stand beuge, um die Schokolade zu stehlen. Wir probieren's. Nein, er würde meinen Schatten sehen.
Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Okay, Junge, komm. Jetzt aber hopp hier. Kriech da am Boden lang wie so ein Wurm und dann klau sie dir. Mein Schatten, eventuell mit den Anhänger vielleicht so ranklemmen und dann mit einem Seil oder so? Können. Ich glaube nicht. Moment, können wir das kombinieren? Das wird nicht funktionieren. Was? Nein! Ich wusste gar nicht, dass wir das wieder auseinandernehmen können. Das? Na, Angel! Prima, jetzt habe ich die Schokolade. Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Ja. Wir können das wieder auseinandernehmen. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil es immerhin bedeuten könnte, dass wir das verschiedene Möglichkeiten haben. Aber hier, Junge, eine leckere Tafel Burgschokolade. Nur für dich. Hier, gönn dir. Hier hast du deine Schokolade. Ja. Herr damit. Und wen soll ich jetzt nochmal für Sie ablenken? Den Mann am Brunnen. Okay, ich werde seine Tasche klauen. Das kann ich am besten. Prima. Der Junge hat die Tasche des alten Herrn geklaut, was zur Folge hatte, dass der ihm hinterhergerannt ist. Der Weg ist frei. Okay, jetzt aber hopp. Schneller, Georgie! Georgie! Der Abstand zum Boden beträgt etwa 4 Meter. Da aber auf der Innenseite des Brunnens viele Felsen herausgeschlagen wurden, kann ich hinunter und später wieder hinaufklettern. Wir hoffen es. Oh. Okay, schauen wir mal. Mauerstein? Schutthaufen. Sieht aus, als wenn irgendetwas darunter verborgen wäre. Das ist die Hälfte eines Schlüssels. Die Templer müssen hier also auch noch die zweite Hälfte des Schlüssels verborgen haben. Nur wo? Das ist eine gute Frage. Wie sieht denn der Schlüssel aus? Ein handelsüblicher Schlüssel? Das ist die Hälfte eines Schlüssels. Okay, hier, Baphomet. Oder Zoe. Ich fasse besser nichts an. Ich fasse es nicht. Der Professor hatte recht. Die Templer waren hier. Krass. Mauerstein. Dieser Mauerstein hebt sich von den anderen ab. Er scheint sehr weit nach vorne versetzt worden zu sein. Mit Absicht? Okay, drücken wir mal rein. Wir müssen alles drücken und alles anfassen. Nein, das kann ich vergessen. Mit bloßen Händen ist das viel zu schwer. Aber der Mauerstein scheint sehr brüchig zu sein. Sehr brüchig? Schraubenzieher? Echt? Okay. Nachdem ich mit dem Schraubenzieher dem sehr brüchigen Mauerstein den Rest gegeben habe, kommt nun die zweite Hälfte des Schlüssels zum Vorschein. George Stobbart, abermals auf den Spuren der Templer. Oh ja. Das ist die Hälfte eines Schlüssels. Her damit! Okay, er ist aber zerteilt. Das geht nicht. Die Hälften halten nicht aneinander. Mit dem Seil? Ja, das ist es. Okay. So, haben wir noch irgendwas hier? Ich bin jetzt gerade in die Versuchung, den Schlüssel hier drauf zu benutzen. Geht das? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Können wir ihn noch... Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Das würde auch keinen Sinn machen irgendwie. Okay. Hier gibt es bestimmt irgendwo noch so eine Mini-Öffnung, wo wir einen Schlüssel reinstecken können. Oder? Hier. Vertiefung. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Naja, was es ist? Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ah, Georgie. Da, das sieht aus wie so ein Kreuz. Und das irgendwie auch. Oh, oh. Ich bin gespannt. Das wird nicht funktionieren. Was? Wie?
Vielleicht den Schlüsselanhänger? Keine gute Idee. Den Stock? Ich glaube nicht. Okay, eine Vertiefung. Wie ein Kreuz geformt. Oh nein. Nein. Keine gute Idee. Bist du da sicher? Das geht nicht. Schauen wir mal. Nee. Da kann man auch nicht so viel reinstecken hier. Wieso macht der das dann nicht? Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Du kleiner Schlitz? War der vorhin auch schon da? Bei genauerem Betrachten des Schlitzes sehe ich es. Es ist ein Schlüsselloch. Neben dem Götzenbild ist ein kleiner Schlitz. Sieht aus wie eine Öffnung. Okay, und was bedeutet die Öffnung? Okay, wir probieren's. Wir stecken den Schlüssel in den Schlitz. Ich kann es kaum fassen, was meine Augen erblicken. Das ist das Siegel. Ich kann es kaum fassen, was meine Augen erblicken. Dann nimm! Wir sind den Templern zuvorgekommen. Wir haben es geschafft. Das muss ich sofort dem Professor erzählen. Aber was ist... Nein, Sie werden das Siegel nie bekommen. Geben Sie es mir, Professor Aruda, sofort! Auch wenn Sie unseren Orden durch Ihr plötzliches Verschwinden verraten haben, werden wir Sie fürstlich belohnen. Niemals! George, laufen Sie! Wohin? Monsieur Storbart, schön, Sie wiederzusehen. Oh. Finde ich nicht. Sie haben da etwas, das uns gehört. Ach, wirklich? Flap, erschieß den Professor und dann hol ihn dir. Nein. Nein! Was? Was? Hä? Nein! Ich hätte schneller reagieren müssen. Verdammt! Okay. Oh, die Speicherung ist länger her. Ich mache hier keinen Cut und wir sehen uns gleich im Brunnen wieder. So, da sind wir wieder. Das Siegel haben wir freigelegt. Ich frage mich nur gerade, wie wir hier entkommen sollen. Wir probieren's. Ich bin gespannt. Wir sind den Templern zuvorgekommen. Okay, wo können wir können? Nein, Sie werden das Siegel nie bekommen. Geben Sie es mir, Professor Aruda, sofort. Das Siegel auch da. Wenn Sie unseren Orden durch Ihr plötzliches Verschwinden verraten das haben. Das Siegel da reinstecken, glaube ich. Belohnen. Hoffe ich. Niemals. George, laufen Sie. Der arme Professor. Monsieur Storbart, schön Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. Sie haben da etwas, das uns gehört. Ach, wirklich? Flap, erschieß den Professor und dann hol ihn dir. Oh oh. Go, go, go. Da und da. Okay, Geheimkammer. Das ist eine lange Treppe. Ich vermute, sie führt nach draußen in die Freiheit. Was denn jetzt? Wieder in Nikos Apartment. Okay, die kürzen aber hier ganz schön ab, hä? Ich dachte, wir könnten da unten noch so ein bisschen was erkunden können. Ich kann es kaum fassen, was meine Augen erblicken. Das ist das Siegel. Wow, sieht schon sehr, sehr imposant aus. Okay, wir haben hier einen Brief. Wo ist sie? Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit für Erklärungen. Nimm die nächste Maschine von Paris nach Peking, frage dort nach Brei. Er bringt dich zu mir nach Xihang. Vertrau mir, Nicole. Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit für... Okay, erzählt nur dasselbe. Hä? Wir müssen nach Xihang. Cool. Ist hier irgendwas noch? Da ist ein Anrufbeantworter. Okay, nee. Nein, 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 nein. Nach Xi. Aha, Georgie.
Ja, ja. Ein mir sehr vertrauter Ort. Okay. Meine Güte, das jumpt ja aber ganz schön. Man merkt gleich, dass es ein Fanprojekt bzw. kein offizieller Titel ist. Da, das drumherum fehlt einfach irgendwo. Man merkt es. Aber das soll dem nicht abtun. So, hast du noch irgendeinen Tipp für mich vielleicht? Kann ja immerhin sein. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Nee. Ich gehe dann mal. Das wird... Oh ja. Nein. Oh nein, Hilfe. Okay. Wir müssen echt nach Peking, wow. Auf zum Flughafen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jacques Cormelot und ich bin heute Ihr Kapitän. Wir haben heute ein regnerisches Wetter, doch wird uns dieses auf unseren Flug nicht beeinträchtigen. Wir werden unser Ziel, den Flughafen von Peking, voraussichtlich in 8 Stunden erreichen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Einen Drink, der Herr? Okay, dann warte ich eben, bis die Dame vorbei ist und beginne meine Erkundung des Flugzeuges danach. Ah. Einen Drink, der Herr? Jo, ich... Ah! Was haben Sie getan? Den ganzen Kaffee einfach über mich geschüttet. Unqualifiziertes Personal. Und für so etwas bezahlt man auch noch Geld. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. So etwas Dummes. Wie konnte mir das nur passieren? Bitte, lassen Sie mich das sauber machen. Okay. So, was bist du denn für ein kleiner Lümmel hier? Passagier, muskulöser Mann. Na, wir gucken mal, was er hier so sagt. Ein Mann in den 60ern, schätze ich. Er blickt irgendwie etwas hilflos aus der Wäsche. Hast du Angst? Guten Tag, mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Guten Tag, Braun ist mein Name, Sigmund Braun. Sind Sie der Kapitän hier? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Reisender, genau wie Sie, nehme ich an. Wenn ich der Captain wäre, würden Sie mich wohl an meiner Uniform erkennen. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille am Flughafen verloren und muss zugeben, dass ich ohne sie ziemlich blind bin. Ich kann froh sein, dass ich den richtigen Flieger erwischt habe. Okay, er hat also keine Brille. So, wer bist du denn? Ein sehr durchtrainierter junger Mann. Er erinnert mich ein bisschen an mich selbst in meiner Zeit als Fahrradkurier. Guten Tag, mein Name ist George Stobbart. Oh, hallo. Ich bin Armando. Wie geht's dir, George? Danke, ganz gut. Hätten Sie was dagegen, wenn wir uns ein wenig unterhalten? No problema. Ich mag Flugreisen auch nicht, auf denen man einfach nur rumsitzt. Okay, wo kommst du denn her, Armando? Erzählen Sie etwas über sich, Armando. In Ordnung. Ich komme aus Argentinien, wo ich auf einer Großbaustelle arbeite, aber nebenberuflich bin ich Bodybuilder. Das ist meine große Leidenschaft. Klingt interessant. Und was tun Sie hier in Frankreich? Ich bin auf dem Weg zu einem großen Wettbewerb. Junge, wenn ich den gewinne, kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Wissen Sie, ich hatte auch mal eine sehr durchtrainierte Figur. Es stimmt zwar nicht, aber man wird doch wohl mal ein bisschen angeben dürfen. Ach ja? Nun, viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Entschuldige, George. Ein kleiner Scherz. Schon okay. Lassen wir das. Bis später. Adios, mi amigo, George. Ah, mi amigo. Leere Sitzbank. Hä? Schauen wir mal. Wie patriotisch. Dafür hatte ich noch nie viel übrig. Was für eine Sitzbank? Es ist nicht viel los. Wo ist hier überhaupt noch irgendwer? Oh, Cola-Dose. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Na, dann nimm doch. Ah. Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Es steht nichts mehr drauf. Wir haben keine Cola mehr.
Warten Sie, bis ich hier fertig bin. Dann gebe ich Ihnen gern etwas anderes. Wie lange macht sie da sauber eigentlich? An diesen kleinen Lümmel da. Tja, wie kriegen wir jetzt die Kohle auf? Das wird nicht funktionieren. Können wir immer noch was? Nein. Nee, können wir nicht. Keine gute Idee. Okay, können wir die Cola irgendwie über wem schütten hier? Geht das? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Okay, dann vielleicht über Armando? Ich glaube nicht. Nee? Wieso können wir mit der eigentlich nicht sprechen? Das klingt, als müssten wir die Cola aufmachen, okay? Nee. Ich glaube nicht. Nein. Nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay, hier ist aber auch wirklich nichts mehr drin. Leere Sitzplätze. Den da können wir nicht ansprechen. Passagier. Vielleicht nochmal mit ihm reden? Ah! Hä? Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das Herz begehrt. Oh, ein Saft reicht fürs Erste völlig. Kommt sofort. Okay. Hä? Warum? Es steht nichts mehr drauf. Okay, dann geben wir Ihnen jetzt eine Cola, oder? Vielleicht macht er die auf und irgendwie so. Nein. Nee. Das wird nicht funktionieren. Eine gute Frage. Also der möchte einen Saft, die können wir nicht anquatschen. Da hinten ist auch nichts. Armando vielleicht nochmal? Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Buenos dias, George. Bis später. Adios, mi amigo, George. Brauchst du vielleicht einen Ball? Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Nee. Getränke war. Also. Kann ich mich wieder hinsetzen? Die sind hier so offensichtlich und trotzdem kann man da nicht anquatschen. Ich quatsch den mal nochmal an. Hallo? Ach so. Jetzt quatschen wir mal als George. Auch nicht. Ja, ist ja gut. Ja, George. Jetzt müssen wir noch 8 Stunden rumstehen, bevor es hier weitergeht. Wahrscheinlich.